herzlich willkommen. Wir spielen eine Runde mit unserem leicht veränderten Schamanendeck. Ihr seid unten, wir haben jetzt Ragnaros mit reingenommen, nachdem wir jetzt ihn endlich haben. Und haben jetzt 3 Legendaries schon drin in dem Deck. Und schauen wir mal, ob es was bringt. So, beim Schamane weiß man ja nie. Und in dem Deck sollten wir eigentlich, es sollte ein Nerf-Deck werden. Das heißt, wir nerven ihm am Anfang, dass er nicht schön was ausspielen kann. Wir haben ein paar schöne Möglichkeiten drin, wie wir uns eben auch noch zum schnellen Ende bringen können. Aber schauen wir mal. Wir haben Druide gegen Schamane. Wir lassen den drin. Hex brauchen wir nicht. So, den Blitzschlag einfach, falls er am Anfang irgendwas Großes spielt. Und in Runde 2, ja, falls er nicht spielt, können wir dann auch gleich entsprechend. So, können wir auch gleich ein paar eklige Sachen spielen. Das war's. Zum Beispiel den Feendrachen, gegen den er eigentlich nichts auf der Hand haben sollte. Ja, er hat zwar seine, aber zieht sich natürlich wunderschöne 2 Schaden rein, die wir ihm auch nochmal geben. Deswegen einmal direkt rein und noch einen zusätzlichen Beutehamster. So, mal sehen, ob er sich nochmal die 3 Schaden abholt, beziehungsweise die 2 Schaden, oder was er macht. Er holt sich 2 Schaden. Und ist bereits Runde getroppt auf 23. So, wir sind Runde 3. Und können jetzt in dieser Runde direkt. Na, würde ich gern. Allerdings haut er mir den natürlich weg. Deswegen schaue ich noch, ob wir noch einen. Jawohl, wir haben Glück. Gut gespielt. Wir haben noch einen zusätzlichen Tank auf der Hand. Mal sehen, was er jetzt macht. Oh, er hat einen Brankenhieb. Okay, das ist natürlich eklig. Aber er scheint irgendwie nicht so die richtigen Antworten haben. Das war's. Deswegen können wir jetzt einfach mal ganz langsam locker runterspielen. Meine Augen sind offen. Okay, da haben wir einen Dreierschaden liegen. Und er zieht ihn auf 5 hoch. Jetzt hätte ich die eine Karte gebraucht. Wir haben hier 2 Schaden, wir haben hier 3 Schaden. Dann würde ich sagen, hauen wir den einfach runter. Na, toll. Und noch ein zusätzlich ein Heiltotem, sehr schön. Das können wir sehr gut gebrauchen. So, und jetzt hätte ich gern irgendwelche großen Karten. Yeti oder irgendwas Schöneres, Großes. Das Dingo! Er spielt den Schildmeister. Aber ich kann leider den Sixer nicht ausspielen, weil ich hab noch. Ja, ich hab leider noch eine Sperre drin. Okay. Aber wir haben ja hier noch unsere Flammen zum Totem im Angebot. Und damit können wir. Na, schauen wir mal, was wir für ein Totem bekommen. Okay. Damit kriegen wir nur 2. 2 plus 3. Allerdings hat das hier noch einen. Ich kann ihn auch direkt weghauen. Und ich glaube, das machen wir. Wir spielen mein Schild.
Ich bitte mich selbst auf 5 Schaden hoch. Und hau ihn eine Runde weg. So. Schauen wir, wie er weitermacht. Ich möchte eigentlich hier eine breite Front haben. Er hat nichts, womit er uns alles auf einmal... Er hat nochmal einen. Meine Augen sind offen. Gut. Dann nehmen wir ihm seinen Schildmeister weg, würde ich sagen. Beziehungsweise haben wir hier innen noch was. Wir haben hier 1-1. Wir können also auch beide weghauen. Okay, das ist gut. Macht er noch was? Wir warten noch. Na komm, sei lieb. Ja, wir warten aufs Christkind. Das ist... Was tun? Ah, ich kann mit ihm, kann ich ihn auch wegtun. In, zusammen mit Flammentotem und ihm dann noch 2 Schaden reinhauen. Ich glaube, das hört sich gar nicht schlecht an. Zeit wartet auf niemanden. Ja, komm. Mach doch eh nichts mehr. Dankeschön. So, geht doch. Wir haben auch den Spotter bekommen. Dann hauen wir erstmal weg. Einmal zack. Möchte ich ungern. Schauen wir erstmal, was wir noch für ein Totem bekommen. Noch ein Angriffstotem. Ja, spielen wir dann, komm. Einmal 2er. Dann lassen wir dieses hier in Angriff gehen. Zeigt mir den Weg. Und der hier auch noch in Angriff. So, nächste Runde. Was bringt er uns jetzt entgegen? Wir kommen zwar in Runde. Okay. 3er Schaden. Zusammen mit einem 2er Schaden. Gut, wir haben 2 Tanks, das heißt, wir können ihn noch schön ignorieren. Er sollte auch nicht irgendwie was haben, was ihn jetzt irgendwie stärker macht. Oder spielen. Ah, er spottet. Sehr schön, dann haben wir doch eine Antwort. Kann ich Bedarf würfeln? Gut. Dann spielen wir jetzt unseren Ritter. Niemand kommt an mir vorbei. Einmal. So, der hier geht hier drauf. Hab ich noch eins? Ne, ich hab nichts mehr. Ja gut, wir haben hier... Na gut, ein Tank müssen wir opfern. Dann nehmen wir ihm lieber den hier weg. Und der Rest geht wieder ins Gesicht. So. Schauen wir, was er macht. Ich nehme an, er wird spielen. Er wird den. Oh! Er spielt die Trians. Okay, damit kann er natürlich hier einiges weghauen. So, und das wird er jetzt auf alles von uns gehen lassen, oder? Wird er abräumen? Oder geht er ins Gesicht? Er hat 16 Schaden gegen. Er bräuchte 2 Trians, um den schwarzen Ritter wegzukriegen. Na komm. Ich frage mich, ob... Na, jetzt kommt wieder die Entscheidungsrunde hier. Zeit wartet auf niemanden. Er überlegt, soll er mir noch 12 Schaden jetzt ins Gesicht geben oder soll er abräumen?
herkommen. Und 3, 2, 1. Und er macht erschreckenderweise gar nichts. Okay, scheint ihm wohl irgendwie zum langen, was ich nicht ganz verstehe, aber ist okay. Wir können auf jeden Fall mal aufräumen. Ich bin unbesiegbar. Und geben ihm noch ein bisschen was ins Gesicht. So. Weiter, nächste Runde. Er scheint nichts zu haben. Ich bin unbesiegbar. Und wir können aufräumen. So, also eine einfache Runde, wir haben sogar nicht mehr irgendwelche großen Schatten gebraucht. Da drin, wir hatten nur einen schwarzen Ritter drin. Und es war ein einfacher Sieg, also was das angeht. Ich denke aber trotzdem, die guten Stepper für eine nette Runde. War interessant. Ich frage mich, warum nach dem Drehens da nichts mehr kam. Aber ja, wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like und ansonsten dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr noch an dem Deck verbessern würdet, beziehungsweise ob ihr eine andere Idee habt, was man noch machen könnte. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge. Ciao, ciao!